Es ist still. Zu still. Leere Clubs, leeres Kino, leere Bühnen. Wo sind alle hin? Liegt das nur an der Pandemie? Ist das nur vorübergehend? Was läuft schief in der Kulturpolitik? Wir vom Redaktionsteam Schieflagen stellen uns seit 4 Jahren die Frage, was läuft schief in unserer Gesellschaft? Wir möchten dabei strukturelle Probleme analysieren, die schwer zu lösen und nicht nur durch einzelne Fälle zu betrachten sind. In jedem Video haben wir nicht nur über die Schieflagen gemeckert, sondern auch nach Lösungen und guten Beispielen gesucht, um unsere Mitmenschen anzuregen, selbst aktiv zu werden. In diesem Jahr war es schwierig, ein Thema auszuwählen. Wir wollten einen Bereich betrachten, bei dem die Pandemie alte Probleme geschärft aufgezeigt hat. Es waren aber so viele Branchen und gesellschaftliche Gruppen davon betroffen, dass es kaum zu sortieren war. Deswegen haben wir unser Publikum gefragt, was hat dir am meisten gefehlt während der Pandemie? Mir fehlen am meisten Kino- und Museumsbesuche, weil ich mir dort immer Input und Denkanstöße holen konnte. Also mir hat am meisten gefehlt, dass man keine Konzerte besuchen konnte und es keine Live-Musik gab. Von Festivals brauchen wir ja gar nicht reden. Mir hat am meisten das Feiern in Clubs und auf kleinen Open Airs gefehlt. Kunst und Kultur, ein Bereich, der oft übersehen oder als nicht gesellschaftlich relevant eingestuft wird. Wir haben aber gerade gehört, dass es vielen Menschen total wichtig ist. Die Seele will genauso gut gepflegt werden wie der Körper. Kunst und Kultur haben aber auch eine gesellschaftliche Relevanz. Das Theater sowie auch andere Kunstformen sind Möglichkeiten für Austausch von Gedanken, für Reflexion, für Auseinandersetzung mit sehr wichtigen gesellschaftlichen Themen. Es ist wirklich wie Zeit, um zu sitzen, etwas künstlerisch sich anzuschauen, sich Gedanken darüber zu machen und vielleicht sich das mitnehmen für nach der Aufführung oder nach dem Besuch. Kultur ist für mich das Bemühen, die Vereinzelung aufzuheben, Einbindung, Verbindung zu schaffen, unter anderem mit Mitteln der Kunst. Und Kunst ist für mich als Künstler der Versuch, ja, in einem Satz gesagt, dem Sinn eine Form zu geben. Für mich ist die Kunst insofern besonders relevant für unsere Gesellschaft, da sie uns einen Raum gibt, uns selbst und unsere Gemeinschaft irgendwie zu reflektieren und uns die Möglichkeit gibt, auch uns auszutauschen und es eben nicht ein Luxus ist, sondern ein menschliches Bedürfnis. Das, was ich ganz spannend finde, ist, dass Kunst und Kultur eine Kraft hat, über Anderssein zu sprechen, über Diskriminierung zu sprechen, über Ausgrenzung zu sprechen. Ich glaube, Kunst und Kultur kann eine Position finden, die nicht schwarz oder weiß ist. Und das ist das Wichtige in unserer pluralen Gesellschaft. Und jetzt setzen wir uns die Maske auf, reinigen unsere Hände und erreichen einige KünstlerInnen und Kunstschaffenden in ihren Orten, um darüber zu sprechen. Wie hat die Pandemie dich persönlich oder euch als Organisation betroffen? Was meine Arbeit als Künstlerin und Musikerin angeht, hat sie mich sehr betroffen und wird mich auch weiterhin betreffen. Wie es mich betroffen hat, ist tatsächlich, dass es nicht so leicht war, wie anfangs gedacht, sich eine Förderung zu holen. Es war ja dann angekündigt, es gibt die Soforthilfe. Sofort bedeutet eben sofort und leider war die aber auch nicht für alle von uns Künstler und Künstlerinnen zugänglich, weil wir eben anders arbeiten als die meist anderen wirtschaftlichen Bereiche und wir jetzt keine Betriebskosten haben etc., die wir da ansetzen können, die wir dann zurückbekommen. Das heißt, diese Künstlerinnenhilfe, die versprochen wurde, die kam dann auch relativ spät und fiel auch nicht so hoch aus, dass man das irgendwie hätte ausgleichen können, Verlust, Gewinn. Und da wurde eigentlich schon auch eher klar, dass da große Unterschiede gemacht werden und ein Ungleichgewicht herrscht. So, dieser Tagesrhythmus war jetzt für mich komplett anders, weil normal ist halt abends Vorstellung. Vorher muss man alles dafür tun, dass, egal wie groß das Chaos ist, um 20 Uhr das Licht angeht und dann läuft es. Das war natürlich schon eine Umstellung, dass abends nichts ist.
was auch positive Seiten hat, wenn du einfach mal daheim flachst und liest wieder mehr und sowas. Und ansonsten hat mir sehr gefehlt so die ganz banale Dinge mit hier am Ballplatz oben zu kicken mit Freunden, einfach diese Nähe und so gemeinschaftliches Erleben von Theater, von einer Normalität, was du normal schaust, halt, was spielt die Woche hier in der Stadt, in welchem Theater findet was statt, welche Band schlagt auf. Diese Möglichkeit zu haben, wohin zu gehen, und das empfand ich schon als eine brutale, auch interessante Einschränkung, zu sehen, wie wichtig einem das dann doch ist. Und jetzt aber auch dafür zu kämpfen, dass da nichts liegen bleibt, dass kein Club zumacht, dass wir schauen, dass das mindestens erhalten bleibt, und im Gegenteil, dass man sagt, nee, wir müssen jetzt noch viel mehr Räume schaffen dafür. Also was klar ist, nimm mal so einen Betrieb wie das Harry Klein, der ist ausgelegt für so 300 Gäste, macht so einen Umsatz vielleicht von 1,5 Millionen im Jahr. Da bleibt nicht so wahnsinnig viel Gewinn übrig. Also du kannst aus so einem kleinen Betrieb, kannst du gar nicht die großen Rücklagen aufbauen. Ja? Oder wenn, dann bräuchtest du die vielleicht für andere Maßnahmen, um irgendwann mal umbauen zu können oder auch umziehen zu können. Die Pandemie und auch die Unterstützung durch die Bundesregierung und auch durchs Land, die hilft zwar, aber was nicht bezahlt wird, ist ein Unternehmerlohn zum Beispiel. Also das heißt, wenn du hier Gesellschafter hast, dann kriegen die über ein Jahr, oder jetzt inzwischen, es werden ja irgendwann dann, denke ich mal, annähernd 2 Jahre sein, denen zu ist, hast du keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Also du verbrauchst deine ganzen Rücklagen, und das ist natürlich ein Riesenproblem für diese kleinen Betriebe. Für andere, also kein Betrieb ist da gleich. Also wenn ich in unseren Verband schaue, da gibt es ja auch welche, die in der Zwischennutzung sind. Und auch für diese ist ein großes Problem. So, du hast 5 Jahre einen Raum, den du zwischennutzen kannst, und hast alles darauf angelegt, in den 5 Jahren so mal das, was du rein investiert hast, wieder dann zumindest mal zurückzukriegen. Die Chance fehlt denen ja jetzt. Also das heißt, es kann sein, dass in der Pandemie Mietverträge enden und gar keine Möglichkeit da ist, wieder was Neues zu machen. Und wenn du das so verteilst, sag mal, auf alle die es in München gibt, hast du wirklich potenziert Probleme. Und da denke ich, da ist keiner davon unbeleckt. Die einen stärker, die anderen ein bisschen weniger. Aber war dieses Ungleichgewicht schon vorher da? Was waren die Schieflagen in der Kulturpolitik, welche die Pandemie nun verschärft hat? Na, es haben sich bestehende Probleme insofern verschärft, als halt zutage kam, dass viele Leute übersehen werden in dem ganzen Betrieb, nämlich wahnsinnig viele Solo-Selbstständige oder Leute, die eben nicht so im Blickfeld der Politik waren, auch so das Ganze rundherum, wie speziell bei Veranstaltungen Hands, Aufbauhelfer, Technikerinnen, Techniker und so dieser ganze Apparat. Und insofern hat sich da natürlich was verschlechtert. Im Nachhinein muss man sagen, ist es auch dadurch auch der Blick sehr darauf gerichtet worden und das Problem ist erkannt worden, glaube ich. Und ja, man versucht sich, glaube ich, jetzt auch so anzunähern, auch mit Hilfen, die auch vielleicht nachträglich idealerweise noch fließen. Aber es hat sich grundsätzlich erstmal, war es natürlich existenziell schwierig für viele, und viel schlimmer ist, glaube ich, auch so diese psychische Ungewissheit, wie geht es mit meinem Beruf überhaupt weiter. Ich bin jetzt seit 96 hier mit dem Lustspielhaus, also schon sehr lang. Und wie ich angefangen habe, hat es, glaube ich, 20 Kleintheater-Offbühnen mehr geben. Das heißt, in dieser relativ kurzen Zeit haben 20 Läden zugemacht. Man muss eher schauen, welche Modelle gibt es, dass man Raum vor der Gentrifizierung sichert und mehr Läden öffnet. Mehr Leute vielleicht auch musisch ganz anders bildet, dass man wieder sagt, es ist jetzt auch eine Chance, eine Zäsur zu machen in der Bildung und zu sagen, die Theatergruppen in der Schule werden wieder gefördert. Das heißt, es finden in der Woche 2 Stunden, 4 Stunden Theater oder freies Spiel in irgendeiner Form statt. Es gibt im Jahr 2 Theaterausflüge ab der Grundschule. Und um dem auch wieder die Wichtigkeit und auch den Stellenwert zu geben, der ja eigentlich im Grundgesetz garantiert sein sollte oder vom Grundgesetz garantiert ist. Wenn man immer sagt, naja, es ist wichtig, dass du betriebswirtschaftlich ausgebildet bist und dass sich die Dinge rechnen, die du da lernst in der Schule, und es steht alles unter dem Diktat, es muss sich rechnen. Ich denke, da muss man ganz entspannt wegkommen und sagen, es muss sich vor allem gut anfühlen und es muss sich denken und es muss eine grundsätzliche Solidarität gelernt werden auch. Für mich persönlich war es schon gekoppelt an das Geld.
das Problem, weil ich schon Überlebenskünstlerin dann plötzlich wurde, statt Künstlerin an sich zu sein. Und ich das auch sehr schade fand, dass Kultur und Kunst so runterreduziert wurde auf, was bringt das für die Wirtschaft, was bringt das ein an Geld, wo sich dann auch wieder die Frage aufmacht, was ist Arbeit eigentlich? Geht es da nur um Geld oder ist Arbeit auch etwas wert, wenn sie kein Geld bringt? Also, und mir hat dann eben einfach diese Wertschätzung gefehlt. Normalerweise bekomme ich diese Wertschätzung vom Publikum oder von Leuten, die eine Ausstellung besuchen, zu mir herkommen, Fragen stellen, mit mir in Diskurs treten. Die fiel komplett weg. Und von Seiten der Politik habe ich nicht wirklich eine Wertschätzung erfahren, weil ich nicht entlohnt wurde letztendlich. Dann doch wieder diese Entlohnung der Arbeit für das, was ich doch finde, dass ich leiste für unsere Gesellschaft. Diese Kulturlandschaft, würde ich jetzt mal sagen, ich bezeichne das als Kulturlandschaft, besteht aus sehr vielen kleinen Nuancen. Und da geht es eben nicht darum, spiele ich jetzt an der Staatsoper im Orchester oder bin ich große Künstlerin, die im Kunstmarkt vertreten ist und damit ihr Geld verdient, sondern es gibt ganz viele kleinere Künstler und Künstlerinnen, kleinere Veranstaltungsorte, nicht diese riesigen Popbühnen, sondern eben kleinere Bühnen. Und das nenne ich Kulturlandschaft. Und dann müssten eben Förderungen tatsächlich auch dort ankommen, wo vielleicht nicht immer ganz klar ist, na, womit verdienen die eigentlich ihr Geld oder was ist der wirtschaftliche Vorteil? Die Probleme haben also viel, aber nicht nur mit Geld zu tun. Die mangelnde Wertschätzung des Bereiches, die großen Unterschiede zwischen der etablierten und der alternativen Kultur, zwischen den großen Institutionen und den kleinen Projekten, die von Solo-Selbstständigen betrieben werden. Wie können wir diese Kluft schließen? Was wünschen sich unsere Interviewpartner Ihnen? Wir haben ja jetzt im Bundestag gerade einen Entschlussantrag gehabt, in dem festgestellt wurde, dass Clubs auch Kultur sind, dass man solche Einrichtungen auch mehr schützt im Stadtleben. Also weil so ein Club hat einfach einen Gewerbemietvertrag. Ja? Die sind sehr schnell kündbar. Und das heißt, wenn jetzt hier ein Investor zum Beispiel so ein Haus kauft und der Mietvertrag läuft aus, dann haut er einen einfach raus. Und es ist ganz schwer, in so einer Stadt sowas wieder neu zu finden. Mit dem Entschlussantrag im Bundestag zu sagen, so ein Club ist Kultur, könnte man dann auch mal perspektivisch so weit kommen, zu sagen, okay, solche Räume müssen auch immer erhalten bleiben. Also wenn ich so einen Raum wegmache, dann muss ich den woanders wieder schaffen. Und dann, sagen wir mal, für die Stadt auch den Auftrag, wenn es die Räume nicht von alleine nicht gibt, die vielleicht dann auch zu denken und die woanders zu entwickeln, zum Beispiel Neubaugebieten oder zu sagen, oder was gibt es noch für Möglichkeiten? Unsere Innenstädte sind in dem Wandel, könnten nicht auch da solche Kulturräume dann entstehen? Das ist natürlich ein Wunsch. Ich glaube, mit der Stadt sind wir da in einem sehr guten Austausch. Was mir schon fehlt, ist vor allem im Freistaat, also hier festzustellen, wie wenig wertgeschätzt das wird, was wir da machen. Das merkt man natürlich. Also schau dir an, heute öffnet die Staatsoper oder kann öffnen für Publikum, für 700 Gäste, die drin sind. Aber wenn ich draußen ein Konzert machen möchte, dann dürfen da nur 250 Gäste hin. Das zeigt schon, glaube ich, so ein Ungleichgewicht, wie immer noch zwischen Hochkultur und einer Subkultur oder einer Popkultur unterschieden wird. Und das muss ganz dringend aufgelöst werden. Aber genug gemeckert. Wo kreative Menschen auf Probleme treffen, finden sie auch tolle Lösungen. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns zusammenschließen, uns gegenseitig unterstützen, nicht warten darauf, bekomme ich jetzt von irgendwo, von dort oben eine Unterstützung und auch nicht immer nur vielleicht mit dem Finger nach da oben zeigen und sagen, die machen alles falsch, sondern eben, ja, dass man auch selber an sich arbeitet und schaut, was man besser machen kann. Aber vor allem eben ja diese Zusammenarbeit mit anderen, glaube ich, ist wichtig, weil dieser egoistische Weg, glaube ich, führt zu nichts, außer eine Sackgasse, wo ich dann mein Brot alleine essen kann. Möchte ich nicht. Hier im Harry Klein wurde vom
Also es ist zugesperrt worden am 12. März 2020 und schon am 17. März ist das erste Streaming gemacht worden. Also einfach um zu zeigen, dass der Laden noch da ist, dass die Musik weiterlebt, dass die DJs auch noch weiter da sind. Also weil gerade die sind ja die am meisten dann untergehen, ja, weil der Raum bleibt bestehen. Aber wenn du davon lebst, dass du deine Musik spielen kannst und auf einmal gar keine Auftrittmöglichkeiten mehr hast, dann fehlt da ja was. Und das wollten wir hier möglich machen. Und so hat dann Peter, die beiden, die jetzt das Halle Klein weiter betreiben, die haben jetzt in einem Jahr, auch mit Hilfen vom Bund, muss man auch sagen, und auch vom Land, hier eigentlich ein Streaming-Studio aus dem Halle Klein gemacht. Und also es wird hier regelmäßig übertragen aus dem Halle Klein, also nicht nur die Musik, sondern eben auch Informationsveranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen. Aber auch, vielleicht sieht man es ein bisschen so im Hintergrund, ganz toll, das hier ist jetzt ein Tonstudio geworden. Die Jazzrausch Big Band probt nicht nur hier drin, sondern die nimmt ihr neues Album auf. Auch das ist möglich geworden. Und so, glaube ich, ist immer das, was die gerne machen im Harry. Also die leben ja die Musik. Also es ist ja nicht so, du machst es ja nicht, weil dir nichts Besseres einfällt, sondern es macht ja Spaß. Also du willst die Musik zeigen, du willst das haben. Und so ist die Möglichkeit geschaffen, halt auf eine andere Art das Leben, das vorher da war mit der Musik, weiterleben zu können. Das hat sich halt rausgestellt, es gibt wahnsinnig viele schöne Plätze, wahnsinnig viele schöne Orte, die man überhaupt vorher überhaupt nicht in Betracht zog, dort zu veranstalten auch. Und das, auch in dem verdichteten München hat man halt gesehen, naja, es gibt auch den Englischen Garten, es gibt den Innenhof vom Deutschen Museum, wo wir jetzt auch spielen. Genauso im ländlichen Raum gibt es viele Klosterhöfe, Schlossparks oder sowas. Und das jetzt zu bespielen und auch für die Leute draußen am Land was zu schaffen, kann sehr nachhaltig sein, weil die das jetzt auch entdecken für sich und dann natürlich auch sagen, naja, das können wir selber auch auf Bühne rausstellen und ein bisschen spielen. Also im Idealfall entstehen jetzt viele kleine Festivals auch an Orten, die eigene Poesie mitbringen, die man vorher nicht am Schirm gehabt hat. Es ist auch scharf, glaube ich, zu versuchen, die hässlichen Plätze zu bespielen. Du sagst, wie kriege ich jetzt auf diesen Pennyparkplatz eine Stimmung hin, die anders ist? Wie sehe ich den Platz mal? Wie verändere ich die Sicht auf beschissene Plätze und wie verschönere ich es? Nämlich, wenn ich ganz unaufwendig da eine Lichterkette hinhänge, ein paar Stühle und dann grill vielleicht einer und es sitzen zwei Tische zusammen, dann ist schon ganz viel passiert. Und ich glaube, man bewegt und verändert auch nur was, wenn man in so einer kleinen Form es schafft, miteinander zu feiern und Vorurteile wegzukriegen. Wir haben auch dieses Mal gelernt, wie wichtig es ist, Strukturen zu hinterfragen. Dass beispielsweise Veranstaltungen im öffentlichen Raum doch möglich sind. Dass Solidarität zwischen Kunstschaffenden sehr wichtig ist. Und vor allem, dass ohne Kunst und Kultur unser Leben schlechter wird. Die Pandemie als Chance nutzen, die bisher betriebene Kulturpolitik zu verändern. Das wäre doch schön. Hauptsache ist, die Stühle werden wieder besetzt, die Lichter gehen wieder an und wir können wieder gemeinsam feiern, tanzen, diskutieren, träumen und überlegen, wie unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen soll. Und das war's für diese Folge. Wenn ihr mehr über die Projekte unserer InterviewpartnerInnen wissen wollt, findet ihr in der Beschreibung alle Links zu den erwähnten Projekten und Organisationen. Wir haben uns in dieser Folge mit Situationen und Beispielen in München auseinandergesetzt. Aber wie ist die Situation an anderen Orten? Schreibt uns und kommentiert hier unter diesem Video. Und wie immer die große Frage: Was sind für euch Schieflagen? Wir freuen uns auf euer Feedback. Schieflagen ist ein Projekt der Petra-Kelly-Stiftung in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und Soundcloud oder nehmt mit uns Kontakt auf unter petrakellystiftung.de und agfp.de.